Lange wurde Matija Nastasić mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, doch der Innenverteidiger des FC Schalke 04 verlängerte seinen 2019 auslaufenden Vertrag im Juni bis 2022. Nun sprach der serbische Innenverteidiger über die Hintergründe für die Vertragsverlängerung, welche Ziele er hat und in welcher Rolle er sich auf Schalke sieht. Vor über 3,5 Jahren wechselte Matija Nastasić zum FC Schalke, damals jedoch nur auf Leihbasis. Bei Manchester City hatte er kaum Chancen auf einen Stammplatz, was sich wohl auch nach seiner Rückkehr nicht geändert hätte, weshalb er sich den Knappen nur wenige Monate später bis Sommer 2019 anschloss. Auf Schalke absolvierte Nastasić bislang 83 Spiele, ein Achillessehnenriss im Sommer 2015 machte ihm zwischenzeitlich einen Strich durch die Rechnung. Doch seit seiner Genesung ist er Stammspieler, absolvierte allein in der abgelaufenen Spielzeit 27 Pflichtspiele und bildet gemeinsam mit Naldo und Neuzugang Salih Hüseyin ein wuchtiges Abwehrtrio. Ob er während seiner Zeit zu einem Anführer innerhalb der Mannschaft geworden ist? Ja, befindet der 25-Jährige gegenüber der Bild. Ich bin seit 3,5 Jahren in diesem Verein, habe gerade erst verlängert und will hier etwas Großes erreichen. Es geht dabei weniger ums Reden, sondern darum, konstant Leistung abzurufen. Nur dann kannst du einer der wichtigsten Spieler von Schalke werden. Nastasić wollte auf keinen Fall zum Nulltarif gehen. Im Sommer hätte Nastasić den Verein dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen Euro verlassen können. Interessenten gab es dem Vernehmen nach aus England und Italien. Auch in den Planungen des FC Valencia habe er eine Rolle gespielt. Stattdessen verkündete Sportvorstand Christian Heidel auf der Mitgliederversammlung Anfang Juni die Verlängerung bis 2022, die durchaus für eine positive Überraschung sorgte. Ich wollte auf keinen Fall ablösefrei wechseln. Schalke hat mir die Gelegenheit gegeben, in einem großen Club zu spielen. Dafür wollte ich etwas zurückgeben, erklärt Nastasić die Gründe für seine Verlängerung, wobei er zugleich einen Hinweis darauf gab, dass er möglicherweise schon im kommenden Jahr wechseln wird. Auch habe ich früh in der Saison gemerkt, dass hier Großes möglich ist. Wir sind Vizemeister geworden, das hat uns keiner zugetraut, führte er fort. Neue Ausstiegsklausel bestätigt. Ich hatte ja eine Ausstiegsklausel über 10 Millionen Euro. Aber das ist nicht viel Geld für einen großen Club. Deshalb der neue Vertrag, fügte er an und ließ durchblicken, dass wie bereits kurz nach der Verlängerung berichtet wurde, nun eine deutlich höhere Ausstiegsklausel festgeschrieben wurde. Jeder Vertrag hat heute Optionen. Aber dieses Mal sind sie deutlich höher, ist eigentlich nicht mehr vom FC Schalke 04 wegzudenken, Matija Nastasić. Doch zunächst einmal will er sich voll und ganz auf die neue Saison konzentrieren, für die man sich auf Schalke offenbar hohe Ziele steckt. Ganz klar die erneute Qualifikation für die Champions League. Dort wolle man auch in der anstehenden Saison überzeugen. Wir haben im letzten Jahr gegen große Mannschaften aus der Bundesliga gezeigt, dass wir mit unserem Kämpferherz und Teamgeist bestehen können. Bei uns gibt es keinen Ego-Shooter, und das ist ganz wichtig. Jeder ordnet sich der Mannschaft unter. So können wir auch in Europa bestehen und dort guten Fußball zeigen. Indes glaubt Nastasić, dass die Bundesliga an der Spitze enger wird als in den vergangenen Jahren. Ich bin mir ganz sicher, dass der Abstand zwischen den Bayern und dem Rest nicht so groß wird. München hat einen neuen Trainer. An sein System und seine Philosophie müssen sich die Spieler erst gewöhnen. Punkt. Bei uns wissen 90% des Teams schon jetzt ganz genau, was der Coach will. Vielleicht nutzt dann auch der FC Schalke seine Chance und kann den Abstand zum vergangenen Jahr noch einmal verkürzen.